Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Elektronik Adventskalender für Kinder und da machen wir jetzt Tür 3 auf. Da ist drin ein Widerstand, ein Ohmscher Widerstand. Schauen wir mal. Drittens, so findest du immer den Schalter. Öffne das dritte Türchen und nimm einen Widerstand heraus. Er hat 330 Kiloohm und trägt die Farbringe Orange, Orange, Gelb und einen zusätzlich goldenen Ring. Je größer der Widerstand, desto weniger Strom fließt. Ja, gut, da stehen so, ja, wer ist ein Kinderkalender, ne? Da wird der 4,7 Kiloohm erklärt, wobei ich mich gerade frage, wenn ich das sehe. Hier ist die Farbringtabelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, sowas, ich halte es mal hier in die Kamera, ist irgendwie schicker, muss, ob's, die gibt es nicht mehr zu kaufen, also wo ich schon überall gesucht habe, die ist über 30 Jahre, muss die alt sein. Ich sage nur, die kommt aus 2950 leer. Hm. Nee, wie lange gibt es schon? 5 ist Trümpf. Das finde ich ein bisschen schade, dass die Farben hier nicht abgedruckt sind, aber gut. Hier wird dann erklärt, wie man die abliest. Da verweise ich jetzt mal einfach auf den Erwachsenen-Adventskalender. Da habe ich ja sehr viel mit dieser Karte gearbeitet. Dann bauen wir das mal ein. So, aus. Warum zieht das so weit hier hinten raus? Also die grüne LED hätte ich jetzt nicht unbedingt rausholen müssen, sagen würde. Dann leuchtet sie schwach. Wenn ich ihn einschalte, leuchten beide. Hier haben wir einen Spannungsabfall von 5 Volt. Und da haben wir einen Spannungsabfall von 5 Volt. So, und die beiden LEDs haben Spannungsabfall von jeweils ungefähr 2, abhängig von der Farbe 1,8, 2,5. Passt. So, und wenn wir den hier ausschalten, dann ändert sich am Spannungsabfall eigentlich trotzdem nichts. 5. Strom. Also die Zahl bleibt gleich, aber wir haben schwanken noch mal wieder um eine 10er Potenz weniger. So, jetzt schalten wir den mal ein, gucken wir mal, was da mit dem Strom passiert. So, aber wie viel Strom fließt denn eigentlich hier? Zu viel fürs Multimeter, da müssen wir wieder 2 Potenzen runter. Das nehmen wir jetzt erstmal so zur Kenntnis. Das soll es mit Tag 3 gewesen sein. Als nächstes käme dann Tag 4. Wie hell darf es denn sein? Spannung, Widerstand und Strom. Ich habe jetzt gerade erstmal gelernt, dass das bei mir viel zu lange her ist, dass ich mich wirklich erstmal mit Parallel- und Reihenschaltung jetzt auseinandersetzen muss. Wird mal wieder spannend, da zu gucken, mal nachzulesen. Das ist der Reiz auch für Erwachsene an diesem Kinder-Adventskalender. Vor allen Dingen, wenn man beruflich was ganz anderes macht. In diesem Sinne, aber es wird jetzt erstmal dauern. Bevor das da weitergeht, kommt erstmal der Raspi-Kalender dran. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, ob ich das bis Weihnachten mit dem Kinder-Adventskalender wirklich noch schaffe. Vielleicht findet sich ja jemand anders, der den Kalender im Dezember ordnungsgemäß vom 30. November bis 23. Dezember dann auch durchblockt. Gut. Sei es drum, bis dahin, tschüss.